Herzlich willkommen zur allerersten Produktion von Freedom BMX TV im Jahr 2015. Ich sitze hier mit Daniel Juchat und Leon Binkelbank, die im Trainingslager im 040 BMX Park sind. Außerdem heute dabei mein Co-Host Paul Töll. Wir führen jetzt eine Videoserie fort, die mit Unterbrechungen schon seit vielen Jahren besteht, nämlich First, heute in der Double Edition. Wir fangen an mit den harmlosen Fragen. Leon, wann hast du dein erstes BMX-Rad bekommen? 12. Geburtstag. Ich habe mein erstes BMX-Rad bekommen 2001. Und es war sehr schwer und alt. Was hast du gedacht, als du Daniel zum ersten Mal gesehen hast? Oh mein Gott, der Typ, Daniel Juchat, war früher, als ich 12 war, mein absoluter Held. Und heute chill ich mit ihm, das wäre mein Bro. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Leon das erste Mal gesehen habe. Aber ich habe im Curveroid im alten Mellow Park. Das ist so ein üblicher Moment. Ja, aber auf jeden Fall hatte ich bei Leon immer ein bisschen Angst, als er Rad gefahren ist. Aber heutzutage ist er krasser als ich, deswegen hat er anscheinend alles richtig gemacht. Wann ist euch das erste Mal an euren Rädern was kaputt gegangen? Was bei mir mal als erstes kaputt gegangen ist, sind die Griffe. Verwunderlicherweise, weil ich habe immer, keine Ahnung, vielleicht weil ich immer so viel rumgerubbelt habe. Und ich bin dann auch eine Zeit lang, ich glaube es war so ein Monat, komplett ohne Griffe gefahren, weil ich mir keinen neuen Griff leisten konnte, dann musste ich einfach ohne Griffe fahren. Bitte nicht lachen, als ich mein Rad bekommen habe, bin ich so natürlich auch ganz cool zur Schule gefahren und irgendwann war ich ganz schnell und bin gegen eine Wand gefahren, weil meine Bremse sich gezogen hat und meine Gabel ist dann verbogen. Kackding hat einfach nicht gehalten. Wann hast du deinen ersten Backflip gemacht? Boah, es hat einen Monat gedauert und dann war ich nur in der Rufhalle und hab Backflips gemacht. Du? Ich hab noch nie einen Backflip gemacht. Ja, ja. Und der ist Profi. Oh! Ja, ich kann Tailwhips. Daniel, wann warst du das erste Mal richtig schlimm verletzt? Ich glaube 2008 oder 2009, als ich beim Skyway Jam in Luckenwalde war und das erste Mal den Hügel gesprungen bin, zu weit und mir dann am Lenker die Zähne ausgeschlagen. Dann hatte ich einen halben Zahn abgebrochen und der ganze Oberkiefer war locker. Aber ich konnte nach einer Woche wieder Radfahren, das war cool. Meine erste richtig schlimme Verletzung war in Hamburg zu dem We Don't Care Contest. Ich, Dummkopf, konnte keine Flares, also nicht wirklich, und hab mir die größte Quad ausgesucht und hab einfach gedreht. Das ging total schief. Schlag 2 Wochen im Krankenhaus im Koma. Das war scheiße. Gute Laune! Yay! Wann hast du das erste Mal Ärger mit dem Gesetz? Ich wurde vor kurzem angehalten, weil ich nicht auf BMX-Rad, weil ich habe ein gutes Auto. Und der Polizist wollte, dass ich mein Fenster aufmache und habe mich gefragt, kann sowas wie sie sich so einen Wagen leisten. Aha. Was? Ich habe gehofft, dass das meinte, weil ich so jung bin, nicht weil ich dunkelhäutig bin. Wenn das meinte, dass ich hatte. Bei mir war es ganz klassisch, kein Licht am Rad. Ganz oft angehalten worden bei mir in Ludwigsfelde, hat die Polizei leider nichts anderes zu tun, als Leute ohne Licht am Fahrrad anzuhalten. Und es war dann wahrscheinlich mit 12 oder 13. Dann auch ganz oft wegen Hausfriedensbruch, weil ich irgendwo Street fahren wollte. Ja, ich wollte Street fahren. Ja. Lang her, oder? Die Standardsachen halt, ja, ist ja. Wann hast du dich das erste Mal geprügelt?
beste Tag meines Lebens in der zweiten Klasse. Bester Tag deines Lebens. Ich habe einen Sechsklässler verprügelt. Oh Mann, war ich stark damals. Das war einfach ein Lappen. Aber ich war in der zweiten. Das war in der Grundschule, war ich König von Tappe. Der nette Junge von nebenan hat sich ja noch nie geprügelt. Ah, noch nie eine Schelle oder so? Auch gar nichts. Das war das erste Video von Freedom BMX TV aus dem Jahr 2015. First mit Daniel Lucher und Leon Winkelbach. Präsentiert von Paul Tölen. Wir sind raus. Ciao. Das ist XMX.